gemeldet von der Polizei, dass sie nicht genug Kräfte hat, um hier das Ganze zu sichern. So. Zunächst mal kann ich das nicht nachvollziehen und empfinde ich das als ein Armutszeugnis, aber darum geht es jetzt nicht. Also, es gibt, und uns wurde mitgeteilt, wenn Störer hier durchlaufen, und es laufen wohlgelegentlich Störer durch, dann haben wir, und das war jetzt unser Hinweis an, von der Polizei, wenn das nicht so kommuniziert wurde, dann bitte ich jetzt darum, mich darauf hinzuweisen. Meine Informationslage war, dass wir etwaige Störer dann selber stellen müssen. Es ist grundsätzlich so, in der Strafprozessordnung, Paragraph 127 ist es, glaube ich, gibt es ein vorläufiges Festnahmerecht. Das hätte ich gerade auch fast schon machen müssen, weil die Polizei potenzielle Zeugen, so wie ich es fest wahrgenommen habe, nicht sichern wollte. Das heißt, dann bin ich auf die andere Seite gegangen und wenn die Damen und Herren weitergelaufen, hätte ich sie vorläufig festgenommen. Das darf ich. Und wenn uns natürlich gesagt wird von Seiten der Polizei, wir können diese Versammlung nicht mehr schützen, dann sind natürlich auch unser Security-Team gefragt, unsere Ordner gefragt, wenn also hier Störer sind, ihr wisst alle, wie man die erkennt. Früher durfte man sich nicht vermummen, heute darf man das leider, weil das unsere Regierungen anordnen, aber meistens erkennt man sie ja doch relativ deutlich, die sind sehr dunkel gekleidet, die haben den Mund- und Nasenschutz so weit oben, dass man sie kaum noch erkennt, haben oft auch einen Rucksack. Also da bitte wachsam sein, wenn ihr irgendwas beobachtet, dann habt ihr, wie gesagt, das Recht zur vorläufigen Festnahme. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, aber wenn die Polizei das nicht beschützen kann oder nicht ausreichend beschützen kann, dann müssen wir das in dem Fall eben selber tun. Ich habe weitere Kräfte angefordert, uns wurde mitgeteilt, dass weitere Kräfte in den nächsten Stunden nicht ersichtlich sind. Deshalb, wir haben auch noch eine weitere Bühne, wie heißt das Ding genau? Die Richtung Stadtgarten. Also im Stadtgarten gibt es eine weitere Bühne. Das heißt, es können auch ruhig einige hundert, bitte aber nicht als geschlossene Versammlung, diese Versammlung verlassen und dann in kleineren Gruppen einzeln zum Stadtgarten ziehen. Wenn ihr das macht, lasst aber wirklich Platz und dann ist es in dem Fall einfach nur dafür da, dass wir die Situation entlasten hier, dass wir die Bühne drüben voller kriegen, weil dort sind die Kapazitäten da. Und dann können wir hier auch die Polizeiarbeit entlasten, die leider diesbezüglich uns gerade mitgeteilt haben, dass sie überfordert sind. Das heißt, wenn jetzt welche nach drüben gehen wollen, wir müssen diesbezüglich keine Versammlung anmelden. Es ist ganz klar, warum wir das jetzt tun. Bildet einfach keine großen Gruppen, geht zum Stadtgarten mit einigen hundert, damit hier einfach ein bisschen mehr Platz ist, dass die Polizei hier wieder mehr Kapazitäten hat und dann einfach sich der anderen Demo gerne anschließen. Gut, ich glaube, das war es soweit wieder. Das mit den Ordnern, das haben wir, glaube ich, soweit geklärt. Es schadet sicherlich nicht, wenn wir noch weitere Ordner vorne haben. Ja, die Ordner haben wir ja auch überall in der Menge. Die haben Ordnerbinden, die haben, soweit ich es sehe, auch überall Masken. Also wenn sich noch jemand zusätzlich als Ordner einfach, dass wir hier auf der sicheren Seite melden möchte, bitte macht es vorne bei den Ordnern, beziehungsweise beim Eingangsbereich. Und ich werde jetzt gerade noch ein paar juristische Themen klären und hoffe, dass bei der Polizeieinsatzleitung, also nicht bei der Kriminalpolizei, sondern bei der Polizeieinsatzleitung inzwischen angekommen ist, dass eine gefährliche Körperverletzung wichtiger ist, als dass ein Ordner potenziell eine Maske trägt oder nicht. Das eine ist eine Ordnungswidrigkeit, das andere ist eine schwere Straftat. Und das haben wir hier heute mal wieder gesehen, mit welchem Maß hier gemessen wird. So. Ich gehe jetzt wieder zur Kriminalpolizei und ich gehe davon aus, dass die Kriminalpolizei, so kenne ich sie, das hier sehr seriös aufnimmt. Und bezüglich der Einsatzleitung der Polizei, da werde ich ein paar juristische Schritte einleiten. Dankeschön.